Hallo meine Lieben, wir sind beim 14. Dezember, dem Samstag, und wir wollen mal schauen, was astrologisch heute passiert. Es gibt ein paar Ideen, ein paar Dinge, die ihr umsetzen wollt, oder wir alle, und das fühlt sich erstmal ganz gut an. Man hat Vorstellungen, man hat Ideen und weiß auch eigentlich schon, wie man das umsetzen will. Und dann so ab Frühstückszeit, sage ich mal, wird einem klar, dass das eben leider nicht so einfach ist, wie man sich das wünscht und vorstellt. Es gibt Haken und Ösen, die man heute bedenken sollte. Ja, und das kann eben dauern, ich sag mal, den ganzen Tag, dass man sich über Dinge Gedanken macht, die man lösen möchte, und wird wahrscheinlich erst am späten Abend zu einer Lösung kommen. Also stellt euch darauf ein. Das ist nicht schlimm. Es ist ja gut, wenn man zu einer Lösung kommt, aber es kann eben ein bisschen dauern. Also macht euch keinen Kopf. Wartet, bis so der Tag ein bisschen rum ist, und dann kriegt er das Ganze schon hin. Also keine Panik, die Dinge werden sich lösen lassen. Ein bisschen Geduld ist gefragt. Schauen wir jetzt, was die Karten sagen. Mein lieber Stier, wir sind Samstag, 14. Dezember 2019, und haben schon gehört, dass das ja etwas schwierig sein könnte, bis heute Abend eine Lösung zu finden, beziehungsweise dass es bis dahin andauert, bis man der Lösung ein Stück näher ist. Was haben wir bei den Karten? Wir haben, Reichtum beginnt. Also Sicherheit, Stabilität wie der Baum, dass man eben etwas Neues beginnt, was einem Sicherheit und Stabilität bringt, auch in Beziehungen oder auch mit anderen Menschen, oder es passiert etwas, was uns Sicherheit und Stabilität gibt im Allgemeinen. Die Engelkarte ist der Erfolg. Sehr schön, positive Energie, Und was haben wir von den Engelkarten? Amos Pfeil. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren. Das kann auch Liebe in der Familie sein, das kann mit anderen Menschen sein, Liebesbeziehung oder Amos Pfeil. Die Liebe zum Leben selbst heißt ja auch genießen, Also dein Leben genießen. Und da haben wir die typisch männliche, maskuline Seite. Und das bedeutet, Ärmel hochkrempeln und ran an den Speck oder wie gesagt an die schöne Zeit heute. Und genieße den Tag, mach was Schönes draus. Und ich denke, dass du sehr viel Liebe auch gibst und dass du den Erfolg in Zusammenarbeit mit den Lieben um dich herum auch nutzen kannst und da wirklich auch viele Dinge rausziehen kannst für dich. Ich denke, es geht einfach darum, dir das bewusst zu machen, wie reich du eigentlich bist. Sehr schön, nutze diesen Tag dafür und genieße es. Dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.